Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Mein Bauernhof. Schön, dass du wieder dabei bist. Ja, heute mal so eine, ich nenne es einfach mal zwischen den Folgen-Folge. Hab im Moment sehr viel um die Ohren, sehr viel zu tun. Mal sinnvoll, mal nicht so ganz so sinnvoll, aber ne, das kennt ihr ja schon. Und dachte mir, wir können hier ein bisschen weitermachen. Ich habe ein paar Sachen eingesammelt. Und ich teste derweil auch bei meinen Aufnahmen etwas Neues und bin gespannt, ob das denn so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Genau. So. Das ist die Premise oder die wie heißt das? Keine Ahnung. So, die hatten wir, glaube ich, schon geschisselt. Sind das die richtigen? Genau, denn ich hätte jetzt gesagt, wir bauen das hier noch ein bisschen breiter. Das muss noch ein bisschen markanter werden. Das ist mir noch nicht markant genug. Also diese Ecken hier, die sollen schon sichtbar sein, sage ich mal. Das gleiche gilt hier. Ich hoffe, nun haben wir genug Cerasau. Cerasu. Kriege ich immer Hunger auf Tiramisu. So. Ja, und da muss ich mir dann nochmal denken, wie machen wir das da? Da würde ich das auf dieser Seite machen. So vielleicht. Das ist aber so eine kleine Nachtbaustelle. Gut. So. Das ist das. Eigentlich geht schon die Sonne auf. Sehr gut. Habe ich noch Carpenter-Blöcke? Natürlich. Habe ich noch einen Carpenter-Hammer? Natürlich. Könnte ich weitere Carpenter-Blöcke bauen? Sticky und Holz sollte ich wahrscheinlich irgendwo einstecken haben. Holz. Woran merkt man, dass Garderol eine gewisse Zeit lang nicht mehr gespielt hat? Antwort: Ja. Gut, Dark Oakwood, das haben wir. Boah, die Sonne geht auf. Folgendes. Ich würde dann kriegen wir das Carpenter Door. Ja, habe ich mir schon gedacht. Ist relativ intuitiv, ne? Da würde ich direkt zwei Stück von bauen. Und ja, also das, ne, ich habe ja so ein bisschen noch euch im Unklaren gelassen, was das hier wohl werden könnte. Ihr ahnt jetzt sicherlich so langsam, dass es ein Gebäude wird. Das bei mir kann das eine Weile dauern, bis man das erkennt. Das räume ich ja freimütig ein. Na, jetzt geht das wieder los. Genau, so. Nee, hier, das geht da nicht. Ich glaube, da müssen wir noch irgendwas anderes. Da müssen wir vielleicht doch nochmal Cerasau-Dinger hinsetzen, aber ich habe keine mehr, ne? Dark Oakwood. Könnte ich natürlich auch dafür nehmen. Habe ich wirklich keinen Cerasau mehr? Jungle Wood. Cerasu heißt das übrigens. Ne? Garderol. Wenn schon falsch, dann richtig. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Reiserucksack. Nee. Dann muss ich nochmal zurücklatschen und Neues holen. Aber wir können ja so lange schon mal andere Sachen hier vorbereiten, denn ich habe noch andere Sachen vorbereitet. So. Jetzt sind wir wieder in diesem. So, pass auf. Und dann habe ich nämlich Folgendes gemacht. Ich habe hier
Machen wir am besten so, ne? Können wir nämlich jetzt hier Scheiben reinsetzen. Oh. Das ist nicht ganz so, wie ich das haben wollte. Warum ist das nicht so, wie ich das haben wollte? Haben wir Silky dabei? Wo würde ich denn jetzt Silky wiederfinden? Da haben wir keine Silky. Hier auch nicht. Ich wollte doch irgendwie so ganz schlau die Werkzeuge in eine Kiste packen, ne? Oh, das war die Werkbank. Auch nicht. Das funktioniert ja wieder alles hervorragend hier. Dann müssen wir die nochmal wiederholen, aber so funktioniert's. Okay, dann können wir dann... Dann machen wir das hier nicht mit Carpenter-Blöcken. Hatte ich mir eigentlich anders vorgestellt. Weil das soll... Also durch die Carpenter-Blöcke wird es nicht seamless. Das wusste ich nicht. Okay, pass auf. So. Dann machen wir das mal so hier. Na, schön gelb gefärbtes Glas. Natürlich bei weitem nicht genug, weil ich so ein bisschen Doom bin. Aber da können wir ja gleich nochmal neues Farmen gehen. Was ist denn, wenn wir das hier mitmachen? Damit wollte ich ja eh arbeiten. Kann man das... Hilfe. Kann man das so anbieten? Geht das? Ist das im Rahmen der Möglichkeiten? Ich habe hier nirgendwo, dass ich mal so richtig gucken kann. Das ist schon so ein bisschen, wie ich mir das vorgestellt habe, ja. Wird die Tür jetzt eigentlich gelb, wenn wir die gelben Gläser da reinsetzen? Oh, ist das gut. Das ist natürlich hässlich, aber das ist gut. Das geht nur so leider nicht. Da muss ein Glasblock rein. Hätten wir jetzt Silk Touch dabei, wäre das gut. Haben wir nicht. Gut. So, aber hier können wir schon mal weitermachen. Das hat sich ja voll gelohnt. Weißt du was? Guck mal, da oben fliegt ein rosa Elefant. Es ist zumindest damit bündig. Okay. Würde ich fast sogar gelten lassen. Ist mir nur fast ein bisschen niedrig, oder? Aber gut, da kommt noch eine Etage drauf. Haben wir denn noch Dark Oakwood? Haben wir wahrscheinlich auch nicht mehr dabei. Das heißt, wir müssten eigentlich nochmal losziehen. Doch, hier haben wir noch reichlich. Das haben wir ja erst nicht nehmen wollen. So, guck mal. So kann man das, glaube ich, schon anbieten. Wir bräuchten vielleicht noch ein bisschen Glas. Wenn wir jetzt irgendwie einen Ort hätten, wo wir Sand finden könnten, das wäre ja was. So, guck mal. Wie sieht das aus? Huch. Komm her. Ups. Ich frage mich gerade, ob wir die Dinger wegnehmen und das direkt rund machen sollen. Es könnte sogar besser aussehen. Bin mir aber nicht sicher, wenn ich ehrlich bin.
weil nämlich... Jetzt kommen nämlich hier noch Akzente dran. Ich mal gucken, ob ich die überhaupt dabei habe. Jawohl. Jetzt nur die Frage, welche sind jetzt die richtigen wieder? Wollen wir mal eben kurz schon mal ein bisschen Glas noch vorbereiten? Dann gehen wir mal kurz ein bisschen baggern. Habe ich nicht noch Sand dabei? Ich habe doch bestimmt in einer Tasche Sand dabei. Natürlich. Guck. Ja, wir haben ja Sand. Habe ich ja auch schon mal drüber referiert. Ist ja wirklich ein sehr, sehr, sehr selten gewordenes Gut auf unserer Welt. Man sollte es kaum glauben. Eigentlich sollte man meinen, es gibt ja Sand wie Sand am Meer. Aber dieser Sand ist eben nicht für den industriellen Bedarf geeignet. Und daher gibt es in der Tat... Es gibt in der Tat dann Sandknappheit, ne? Das ist schon so. Oh, mal eben gucken hier, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. Ja. Das ist gut. Ja, dann können wir das hier mit dem Oak durchgehend machen, würde ich sagen. Weil das wird dann hier von diesem Vorsprung, wird das ja ein bisschen abgefangen. Würde ich mal so sagen. Lass mal kurz mal, wir bauen uns nochmal hier so einen kleinen Fahrstuhl. Nicht mal das kriege ich noch hin. Was ist denn eigentlich los heute? So. Guck mal, so geht das doch ganz gut. Und dann bauen wir uns mal eben hier. Einmal rum. War ja auch selten das Holz, ne? Wir hatten da, glaube ich, neue Bäume für gepflanzt. Und, die wuchsen ja sehr langsam. Ich bin übrigens gespannt, was aus unserem Mangrovenholzexperiment geworden ist. Ihr erinnert euch. Wo wir jetzt versucht haben herauszufinden, wie hoch diese Blöcke darunter sein müssen, damit das irgendwie sinnvoll ist und dass die sinnvoll wachsen, weil die scheinen ja darunter die Sachen abzubauen. Und da habe ich überlegt, das kann man doch bestimmt irgendwie ausnutzen und dadurch irgendwie auch durch das Wachstum der Bäume einen Effekt erzielen, den man haben will. Wir hatten hier wieder nicht alles weggebaut. Also das muss man selber machen hier. Gutes Personal ist so teuer. So. Guck mal, dann machen wir das nämlich hier so. Und dann machen wir direkt hier ein paar mehr von diesen Blocks. Wobei wir wieder erreicht hätten, dass unser Inventar total überfüllt wäre, aber ihr kennt das ja schon. So, dann ziehen wir das einmal hier rum, wollte ich sagen. Elegant natürlich. Das hat ja super geklappt. Vor allem, ich bin mir sicher, dass sehr viele von euch mit meinen Let's Plays und Unterhaltungsformaten elegant verbinden. Auf ganz natürliche Art und Weise. Bin ich doof? Willst du es wirklich wissen? Ja. Ja, das wird eigentlich, ist es ja hier mein Zweitwohnsitz, ne? Aber ich denke mal, der ein oder andere von euch wunderbar gut aussehenden und schlauen Menschen da draußen, ach, ist das schön, hat natürlich schon längst eine grobe Vorahnung, wohin diese Reise denn wohl gehen mag, wenn das denn hier irgendwann mal fertig wird. So. Einmal hier lang. Das Schöne an Minecraft ist ja, man ist ja nie fertig. Wir können das gerne auch nochmal abreißen und nochmal komplett neu bauen. Das ist ja überhaupt kein Problem. Aber fürs Erste, glaube ich, kann man schon grob erkennen, dass dieser alte, verwirrte Mann hier plant. Ich brauche nochmal ein paar. So.
Dann machen wir nochmal welche. Gut, dass wir unterwegs immer den Marmor mitgenommen haben. Also für alle, die sich gesagt haben, boah, ist das perfekt? Nee, das habt ihr natürlich nicht gesagt. Als ja, jedenfalls, ne, hat sich gelohnt. So, jetzt brauchen wir Platz. Das hat voll Sinn gegeben, das im Inventar jetzt von A nach B zu bewegen. Da haben wir natürlich sehr viel Platz jetzt bekommen. Wir packen mal kurz das in den Bergbau-Bag. Das hier ist so ein bisschen die Technikkiste. Was suche ich denn eigentlich gerade? Platz suche ich, ne? Pass auf, wir packen mal eben kurz die da rein. Das Holz auch. Weil wir müssen mal eben kurz Blümchen suchen gehen. Wir brauchen ein, zwei gelbe Blümchen. Für unser Glas. Vielleicht haben wir ja noch welche. Natürlich praktisch. Zufällig gelbe Blümchen abgebaut? Nein, haben wir nicht. Gut. Wo sieht es denn hier nach Blümchen aus? Oh, Kürbisse. Die sind sehr, sehr selten, habe ich mir sagen lassen. Hier sieht es jedenfalls nicht nach Blümchen aus. Piep, piep, kleiner Satellit. Da hinten schon eher. Okay. Das mit den Strömungen ist ja auch eigentlich eine sehr schöne Sache. Wenn man davon nicht selbst betroffen ist. Das sieht doch alles toll aus hier. Rhyolit und Andesit. So. Gelbe Blümchen. Haben wir denn Dünger dabei? Da können wir theoretisch uns die selber vermehren. Kompost hatten wir eben irgendwo. Wo war der Kompost? Der war in Reiserucksack, ne? Nee, wo war denn? Kompost. Ich hab den aber gesehen. Kompass, komm. Ach komm, Leute, jetzt echt. Ja. So, sollten wir also ein gelbes Blümchen finden, dann können wir das vermehren und dann haben wir es nämlich schon. Wie das gar nicht so weit. Da, guck. Wie das gar nicht so weit weg ist hier. Okay. Dann gehen wir einmal hier rum. Hallo Kuh. Ich könnte mir auch so einen kleinen. Ich habe übrigens angefangen, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe, wahrscheinlich schon. Angefangen, mir Notizen zu schreiben, weil ich auch so ein Mini-ADHSler bin. Mir Notizen zu schreiben. Welche Dinge wir möglicherweise noch bauen könnten und das füllt sich, das leert sich nicht. Ihr erinnert euch ja noch an unser schwarzes Brett. Das ist ja auch nicht weniger geworden irgendwie, sondern auch immer mehr. Und ja. Ach, was für schöne Bäume. So, geben die denn überhaupt gelb hier? Die. Huch. Gucken wir mal. Die die geben gelb. So, das heißt, ich müsste jetzt hier hinsetzen. Dann kann ich doch hier. Ach komm. Das geht nur mit Knochenmehl. Oh. Weißt du was? Ist mir egal. So viel brauchen wir nicht. Wir nehmen einfach mal diese drei. Drei. Und dann sollte das eigentlich reichen. Für die Menge, die wir noch brauchen, oder? Gucken wir mal eben. So. Und wie war das?
ergibt 8 Glas. Das ergibt 16. Wieso werden die jetzt alle gelb? Hä? Okay. Ich glaube, das war ein Bug. Oder? Oder ist das... Kann man das schisseln und deswegen hat die Werkbank das quasi als Schissel übernommen? Ist das denkbar? Oder kackt der Server gerade ab? Ja, der Server gibt zwar da eine Fehlermeldung, aber das ist hier immer diese Rezeptlistenfehler, ne? Die könnte man beheben, die machen ja nichts kaputt. Die sagen ja im Wesentlichen nur, wenn ein Rezept es dann mehrere gibt oder eine Mod ein anderes Rezept nicht verarbeiten kann. Und das ist uns ja eigentlich wurscht. Solange die Rezepte, die wir brauchen, alle funktionieren, ist es eigentlich egal. Haben wir hier noch eine Schlucht? Ja, eine kleine, ne? Nicht, dass ich jetzt wieder in so eine kleine Höhle abbiege. Niemand will das. So. Ja, aber von hier kann man doch schon sehen. Ach, oder? Die Frage ist nur, wie mache ich jetzt diese Rückseite hier? Na, da ist ja die Technik drin und die sieht man dann. Das wäre mir jetzt nicht so genehm eigentlich. Oh. Dem Hasen geht's gut. Ich bin manchmal ein bisschen verwirrt. Gott sei Dank, nur manchmal störe ich vor, das wäre immer so. So, hier. Ach, da steht ein Bett. Wer hat das denn hingestellt? Das kommt doch gar nicht hin. So, hier. Kann man ja gerne immer daneben klicken, ne, bei sowas. So, das ist fertig. Da müssen wir gleich wie zivilisierte Menschen auch noch diese Tür benutzen. Was ist denn da los? So, eventuell machen wir hier zu, aber dann, ja, dann müssten wir hier auch zumachen. Und dann ist das wieder nicht symmetrisch, da kriege ich wieder hier, oh, Wir merken uns, die nächsten Reisen machen wir nur in Begleitung von Silky. Also zumindest wenn wir bauen, sollten wir den immer dabei haben. So. Huch. Das ist auch... Ich glaube, ganz ehrlich, dass ich irgendwann dieses Scrollen im Inventar abschalten werde. Und mit einer Leiste arbeiten und mir die dann immer schön säuberlich so zusammenstellen, wie wir die gerade brauchen. Ich glaube, das halte ich doch für sinnvoller. Kann man das so anbieten? Nein, kann man nicht. Das ist nicht gut. Jetzt wollte ich gerade schon eine Glaspane essen. Soweit ist es schon bei mir. So. Ach, dann geht das da wieder nicht, weil da die Tür ist. Ist halt Technikraum. Ist so. Ja. So machen wir das. Das... Trotzdem muss hier irgendwie auch noch eine Tür rein irgendwo, ne? Obwohl... Es bleibt dann das Geheimnis, wie die da hinkommen. Oh.
Ja, es wird, Leute. So. Das kann man, glaube ich, schon mal so lassen. Ja. So, nur irgendwie. Gehen die ganzen Streams kaputt, wenn ich da jetzt einfach einen Block reinsetze und dann ist es für alle Zeiten hässlich? Wir finden es raus. Dann gehen wir mal eine Runde schlafen. Es ist immer wieder gut. Boah. Ultragelb. Haben wir Gravel? Wir haben doch bestimmt in unserer Bergbaukiste haben wir doch bestimmt Gravel dabei. Es kann ja überhaupt nicht schief gehen, oder? Dann machen wir es einmal klassisch. Und naja, Brick Slab. Das würde man, glaube ich, nicht so ganz verzeihen, wenn ich das mache. Ja, das könnte man dann doch zu sehr sehen. Das ist sowieso nicht der Plan eigentlich für das hier, aber dazu später mehr. Das ist jetzt erstmal so ein bisschen... Nein, das ist noch ein bisschen provisorisch. Das sage ich euch ganz ehrlich, so wie es ist. Gut, da bauen wir jetzt mal weg und gucken uns mal den Gesamteindruck an. Ich glaube aber, wir sind hier auf dem richtigen Wege. Ja. So. Jetzt muss allerdings hier oben eine zweite Etage drauf. Die Frage ist von wo? Und wir brauchen weitere Dark Oak Wood Slabs. Wood. Dark Oak Wood Woods. Und das mit dieser Tür gefällt mir ehrlich gesagt auch noch nicht so ganz. Was... Ja. Weil das 2, 2, 2, 1 versetzt, hinten nichts. Das ist irgendwie... Also entweder muss die Tür noch eins rüber oder so. Also nach da. Dann haben wir aber da nur ein breit. Ich habe aber zwei. Oder naja, auf dieser Seite ist es natürlich auch so, ne? Und wenn ich auf beiden Seiten nur eins breit machen, ja, das ist auch nicht schön. Und wenn wir den ganz weglassen, das könnte gehen. Pass auf. Wir machen den hier. Ah nein. Das geht auch nicht. Das Problem ist, das wird nicht symmetrisch. Egal was ich mache, das wird nicht symmetrisch. Kriegen wir hier einen Übergang hin vielleicht?
Also mit den Paints geht das nicht. Aber... Nee, das sieht auch nicht aus. Schwierig, schwierig. Es ist halt dieser Symmetriezwang, ne, der in meinem kleinen Kopf hier stattfindet. Der will sich da einfach durchsetzen. Wie könnte man das denn noch lösen? Huch, was war das denn? Also insgesamt ist das schon nicht schlecht. Das ist halt irgendwie ein Türrahmen dahin. Aber wisst ihr was, wie das, glaube ich, geht? Wir haben 2-2, da haben wir 1-1-1. Das könnte gehen, pass auf. So. Das könnte gehen. Da haben wir auch den goldenen Schnitt. Ach, guck mal, das geht. Würde ich sagen. Könnte man so anbieten. Ich bin aber fast schon wieder dafür, an den äußeren Säulen das Rote doch hochzuziehen. Jedenfalls müssen wir jetzt erstmal hier drin weitermachen. Beziehungsweise oben weitermachen. Ich mach mal... wir machen mal das Gerüst machen wir von draußen dran, weil wir da eh häufiger hin müssen. So. Folgende Überlegung. Haben wir noch? Die haben wir noch. Gut. Wenn wir jetzt... Ja, das ist mir irgendwie... Wenn da jetzt sofort ein Dach drauf... Könnte man auch, ne? Haben wir noch Slabs? Könnte man auch. Können wir mal testen. Unser Gerüst ist schon zugewachsen hier. Was ist da denn los? So. Ja, mal eben nur von der Höhenwirkung her. Nase juckt. Kann man... Aber das... Würde man das von draußen sehen? Huch, warum bin ich aber so schnell? Oh, das ist gut. Oh ja, oh ja. So machen wir das. Wir machen oben noch normales Glas drauf. Gott sei Dank haben wir das ja nicht alles verquarzt eben, sondern wir haben ja noch reichlich übrig gelassen, weil wir ja so weitsichtig sind. Da ist es, kann ja überhaupt nichts schief gehen. So. Dann einmal hier rum. So. Sollen wir eventuell die Solarpanel nochmal verlegen. Aber da schauen wir gleich mal. So. Ja, wie gesagt, offenes Dach haben wir, glaube ich, noch in der Werkbank. Und dann können wir theoretisch... Nur mal erstmal gucken, wie das aussieht, wenn wir hier... Ganz normal ein klassisches Dach drauf machen. Dann würde ich das aber theoretisch regelmäßig unterbrechen. Da müssen wir es nur mal eben kurz zählen. Weil jetzt hier 1, 2. Den Raum abgetrennt. Dann unterbrochen. Ich fürchte, dass 1, 2. Ja, war ja klar.
Ist halt eins zu viel, ne? Also ihr wisst, was ich meine. So, dann machen wir den mal weg. Sieht das überhaupt aus? Wir hätten Silk Touch mitnehmen sollen. Wie ich drauf komme? Weil... Der hier muss, glaube ich, abgeschlossen sein. Sieht man da so halb die Solarzellen durchgucken. So. Dieses Verschieben im Inventar von den Sachen. Ne? Ich hatte jetzt auch noch mal versucht, das mit so einem Patch wegzubeheben, aber das will auch nicht. So, guck mal. Und dann machen wir nämlich 1, 2, zack. 1, 2, zack. Und dann 3 in der Mitte. Das kann man, glaube ich, so machen, ne? Wir schlafen mal eben eine Runde. Ach, schon wieder so spät. Gut, dann würde ich sagen, wir schauen hier einfach mal in der nächsten Folge, wie es weitergeht. Ich hoffe, ihr seid wieder dabei. Empfehlt dieses Projekt gerne weiter überall da, wo Minecraft diskutiert wird. Da würde ich mich sehr freuen. Und ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!